Im Supermarkt sehen sie noch wunderbar aus. Da greift man gerne zu. Doch schon nach einer Woche ist es aus mit dem Basilikum. Was machen wir falsch? Das wollen wir herausfinden und kaufen in verschiedenen Supermärkten Basilikum, Petersilie und Schnittlauch. Die Pflanzen bringen wir zu unserem Fachmann. Sind Supermarktkräuter per se von schlechter Qualität oder braucht es nur die richtige Pflege? Wir machen den Test. Eine Kräutergruppe bekommt einen hellen, sonnigen Platz. Die andere stellen wir in den Halbschatten. Wir versorgen die Pflanzen im Halbschatten mit unterschiedlich viel Wasser. Genauso im Sonnenlicht. Sie bekommen entweder wenig, mittel oder viel Wasser. Welche gedeihen am besten? In einer Woche wissen wir mehr. Die 7 Tage sind um. Wie haben unsere Kräuter die unterschiedlichen Wassermengen vertragen? Zuerst die Pflanzen, die in vollem Licht standen. Nur ein Teil von ihnen sieht noch gesund aus. Der Rest macht einen eher traurigen Eindruck. Doch woran liegt das? Die Pflanzen, die 100 Milliliter jeden zweiten Tag bekommen haben, das ist deutlich zu wenig. Die Pflanzen welken, brauchen mehr Wasser. Jeden Tag mit 100 Milliliter bewässert, da sehen die Pflanzen vital aus, gefällt uns gut. Die sehen noch aus wie am ersten Tag. Und die Pflanzen, die jeden Tag die doppelte Menge bekommen haben, also 200 Milliliter, ja, die sehen krank aus. Gelbe Blätter, hier kommt das Wasser raus. Diese Pflanzen werden nicht mehr lange leben. Denn zu viel Wasser führt dazu, dass sich auch an Pflanzen, die eigentlich noch gesund aussehen, am Stielansatz Grauschimmel bildet. Diese Triebe werden bald absterben. Und die Kräuter im Halbschatten? Auch hier haben bei allen drei Kräutersorten nur die Pflanzen gelitten, die wenig und viel Wasser bekommen haben. Die mit der mittleren Wassermenge dagegen sehen noch topfit aus. Nicht das Licht, sondern das Wasser ist also entscheidend. Doch wie viel muss man gießen? Als Faustregel gilt ungefähr 10% vom Topfvolumen. In unserem Fall wären das etwa 100 Milliliter. Die sind also hier für Petersilie und Basilikum optimal. Der Schnittlauch, der verträgt auch ein bisschen mehr. Gerne 150 Milliliter. Und das jeden Tag. Wer sich bei den handelsüblichen Topfgrößen an diese Richtwerte hält, der hat schon viel für seine Kräuter getan. Natürlich sollte man schon beim Kauf auf Krankheitszeichen achten. Wer seine Kräuter dann besonders unterstützen will, der gibt ihnen mehr Platz. Der Fachmann rät, aus einem Kräutertopf 3 zu machen. Dann hat jede Pflanze mehr Licht und Nährstoffe und das regt das Wachstum an. So haben wir lange Freude an unseren Kräutern und können herrlich frische Gerichte damit zubereiten. Wenn man aus dem Urlaub kommt, da geht es wohl so einigen der Zeit wie unserer Zuschauerin, die uns per Facebook folgendes Foto geschickt hat. Ja, sie kam aus dem Urlaub zurück, schreibt sie, und plötzlich 20 Kilo Zucchini im Garten. Ja, was mache ich bloß damit? Das wäre schon schade, wenn man sowas verkommen lässt. Ne? Ja. Es ist ja so, im Sommer plötzlich alles voller Gemüse und im Winter hat man nichts. Also ja. Was machen wir damit? Also man kann die einkochen, nein, Gläser mit Wasser, aber es ist ein bisschen langweilig. Und das wäre schön, wenn man ein bisschen was Pfeffriges machen würde. Also, man nimmt die Zucchini, man schneidet die in so Scheiben, so 2 cm, nicht zu dünn. Und klein bisschen Salz, nicht zu viel, sonst kommt zu viel Wasser. Und dann kocht man die einfach in einen Wassertopf mit halb Wasser, halb Essig. Das haben einfach Sie gemacht, noch kurz. Ja. Genau, warte, ich nehme raus. Genau. Und man kocht die, bis die eigentlich so ein bisschen durchsichtiger wird. Ja. Und der Trick ist auch, sehen Sie, das Haut, die ist nicht mehr so schön knallig gelb, die ist ein bisschen, naja, ein bisschen brauner. Dann ist jetzt mal die Hand, das kann man vielleicht sogar ein bisschen besser sehen. Ne? Ja? Also man sieht, diese war davor war so richtig dunkelgrün und jetzt ist sie hellgrün. Genau. Also die müssen ein bisschen drauf. Die brauche ich. Okay. Genau. Also man nimmt die dann raus. Man spült die nicht weg, weil spülen, dann kommt der ganze Geschmack raus und das will man nicht. Und dann legt man das auf ein Tuch, ein trockenes, sauberes Tuch. Und man zupft das so leicht. Also ich bin jetzt nicht so ein Freund von Wegwerfen-Sache. Dann einfach ein Tuch. Und dann nehmen wir einfach eine große Glas und Kräuter. Wieder die Geschichte. Ich nehme immer Lauberblatt. Knoblauch, aber wenn man den Knoblauch nimmt, einfach zum Geschmack, kann man so reintun. Wenn man es aber essen mag, muss man den mittleren der Kern rausnehmen, also diese
Also Germe heißt das, weil das ist halt nicht so gut für den Bauch. Ja, okay. Genau, also, guck mal. Hier, okay, ja. In der Mitte gibt es immer so ein, genau, das ist der Anfang von das Grüne. Genau. In der Tat, so ein kleiner Kern drin, den nehme ich raus. Und genau. Den machen wir aber schon weg, dann schmeißen wir das hier rein. Also Knoblauch, Lauberblatt, dann also würde ich gerne Salbei und Thymian, Rosmarin, alles rein. Ja. Und dann die Zucchini auch rein. Die Zucchini auch rein. Ja. Und dann Olivenöl. Man kann es auch aber mit Rapsöl und dann kann man dann einfach, das hält sich dann 6 Monate. Das heißt, das ist Einwecken sozusagen mit Olivenöl? Mit Olivenöl. Und wie lange hält sich's? Naja, 6 Monate locker, das ist in Öl, da passiert nichts. Und was mache ich denn damit, wenn 6 Monate also denn... Was? Danach? Da also muss man die essen. Ja, das heißt, ich nehme denn das raus und esse es dann auf Brot. Ja, aufs Brot oder man kann auch auf Nudeln, also wenn sie Pasta machen oder so. Mhm. Wenn die wirklich schön warm sind, dann macht das dann ein Vakuum. Man tut das in normale Weggläser. So, was ich ja auch immer noch mache, ich muss zugeben, ich habe so einen Dörrautomaten. Ja, das ist genial, oder? Ich habe so einen Dörrautomaten zu Hause, das ist der absolute Hammer, ja, hier sowas. Und da kann man dann auch nicht nur Apfelchips drin machen, sondern da macht man dann auch so, genau. Tomaten. Halten Sie doch mal fest hier, ich muss doch nicht so eine Tomate nehmen. Genau, da hat man die Tomaten drin, ja, und das ist absolut gut, das hält sich... Wahrscheinlich auch lange, aber bei uns hält sie es nicht lange, weil wir es natürlich essen. Oder essen, ne? Man kann ja auch in den Backofen bei 100, aber das dauert halt länger. Da braucht man minimum 5 Stunden. Da ist so ein Apparat, ist schon günstig. Ist so wunderbar. Die ganze Kraft der Natur eingeweckt und in Öl. Wunderbar, richtig schön gesund. Dankeschön. Und alle Rezepte, wenn Sie das zu Hause auch noch mal nachmachen wollen, die gibt es natürlich wie immer auf unserer Internetseite und auch in unserem Journal.